ich bin 29 Jahre alt, komme aus der Nähe von Mainz und bin Typ 2 Diabetikerin. Und natürlich am Anfang, als die Diagnose kam, waren so viele Fragezeichen einfach da, weil man auch nicht wusste, was auf einen zukommt, was das überhaupt bedeutet. Und ja, da hieß es dann auch erstmal einlesen, sich einarbeiten und erstmal mit auseinandersetzen. In die Seite reinlegen, Abwurf und los. Was ich vor allen Dingen beim Hula Hoop richtig gut finde, ist, dass es halt viel Stabilität im Rücken und Schultern gibt. Gerade wenn man viel von der Couch aus arbeitet oder jetzt auch nicht wirklich den richtigen guten Bürostuhl hat, ist das natürlich mega fördernd. Und es macht richtig viel Spaß, weil egal bei welchem Wetter, egal ob draußen oder drinnen, man kann einfach überall seinen Reifen auspacken und dann einfach loshulern, unabhängig von Ort und Zeit. Es sind kleine Bewegungen, alles wird angespannt, Becken nach vorne geschoben und dann minimale Bewegung so nach vorne und nach zurück. Im Rhythmus aber wahrscheinlich. Genau, im Rhythmus. Bei mir fing alles ein gutes halbes Jahr vorher an. Und zwar hatte ich urplötzlich im Herbst 2019 rote Flecken an den Beinen bekommen, die erstmal ganz unscheinbar wie blaue Flecken aussahen. Ich habe mir im ersten Moment nichts dabei gedacht, aber nachdem sie halt sehr hartnäckig da geblieben sind und sich auch im Laufe der Zeit vergrößert haben, bin ich damals zum Hautarzt gegangen. Wir haben mit einer Therapie gestartet. Damals war an Diabetes aber noch gar nicht zu denken, sondern erstmal einfach, wir probieren mal ein paar Salben aus. Ja, nachdem wieder Behandlung nicht funktioniert hat und es immer noch große Fragen aufgeworfen hat, woher denn die Flecken an den Beinen kamen, kam dann die Idee, mal ein großes Blutbild erstellen zu lassen. Und ja, per Zufall wurde dann der Diabetes gesehen und diagnostiziert. Was schätzt du? Also hat man da ein Naturtalent für? Kann man das einfach? Oder was würdest du denken, wie lange ich brauchen würde? Wahrscheinlich länger als du jetzt? Aber nee, also ich würde sagen, mit dem richtigen Reifen, ein bisschen Fingerspitzengefühl, kriegst du das auch in 2 Monaten hin. Ah. Der Reifen ist halbe Miete, man muss halt natürlich am Ball bleiben. Aber die ersten Mal, ein paar Mal, ist ja ein bisschen ausprobieren, ein bisschen dran gewöhnen. Und deswegen 2 Monate, denke ich. Ah. Meine damalige Hausärztin ist bei der Diagnose mehr oder weniger eigentlich mit der Tür ins Haus reingefallen und hat mir ans Herz gelegt, einen Diabetologen aufzusuchen, da das halt die bessere Behandlungsmethode ist, einfach den Schritt erstmal weiterzugehen. Und bei meinem Diabetologen bin ich bis heute seit der Diagnose. Ich fühle mich da mega gut aufgehoben. Das war auch die beste Entscheidung, zu einem Diabetologen zu gehen. Diabetes ist zwar an sich als Begriff bekannt, aber immer noch sehr wenige Leute verstehen überhaupt, was das überhaupt bedeutet, was das mit einem macht. Und da ist es halt super wichtig, dementsprechend auch Aufklärungen zu betreiben und die Leute halt auch zu abzuholen selber, wenn man halt auch Betroffene im Umkreis hat. Wir haben uns ja eben schon ein bisschen unterhalten und da hast du uns davon erzählt, dass du deinen Instagram-Account dafür nutzt, ein bisschen Awareness, ein bisschen Aufmerksamkeit zu schaffen. Irgendwie hast du Bedenken gehabt da auch? Vielleicht ist ja schon was Persönliches, das da zu teilen, oder hast du das ganz bewusst gemacht, so, ich will jetzt mal ein bisschen Flagge zeigen? Also am Anfang war es natürlich so, dass ich Gesicht zeigen wollte, einfach für so eine chronische Erkrankung in so jungen Jahren. Mhm. Auf Instagram selber gab es halt super viele Typ-1er-Profile, die über ihr Leben und ihre Erfahrungen berichtet haben, aber selten generell Typ-2er und wenn halt auch erst im höheren Alter. Das fand ich natürlich ein bisschen schade, weil ich hätte mich sehr gefreut, jemanden in meinem Alter zu finden, der dasselbe Schicksal teilt. Du hast auch schon davon berichtet, dass Typ-1-Diabetes, hast du schon einiges vorgefunden an Menschen, die da ein bisschen aufklären, sich selbst präsentieren, anderen Mut machen. Bei Typ 2 war das jetzt noch weniger. Hast du da schon Erfahrung sammeln können, ob das auch ein bisschen zusammenwachsen kann oder ist das immer sehr strikt getrennt? Also ich finde, in der Community selber wird es eigentlich schon immer noch sehr strikt getrennt. Man möchte immer meinen, dass ein Diabetes schlimmer als der andere ist, was eigentlich vielleicht vom Handling her ein bisschen anders ist, aber im Endeffekt ist es dieselbe Krankheit. Wenn man dann tatsächlich auf Leute trifft, die dieses Schicksal nicht teilen, sei es jetzt auf der Arbeit oder auch wenn man es generell jemandem im Freundeskreis erzählt, klar kommen dann auch manchmal Kommentare, die man als Diabetiker nicht hören will oder zum Beispiel aber auch nur einfach gut gemeint ist, sei es, dass man sagt, darfst du das überhaupt noch essen? Das ist natürlich eine Frage, die interessiert viele, brennt. Als Diabetiker ist das natürlich nicht immer so einfach. Wenn du es magst, kannst du es gerne auch mal probieren. Umso größer der Reifen, umso einfacher wird es auch. Da ich auch 1,78 groß bin, ja, ist das ja perfekt. Genau, und eigentlich ist es ganz einfach. Einfach anlegen, in den Rücken rein und dann einen kleinen Abwurf und los geht's. Also am Anfang, wenn man die Diagnose bekommt, fühlt sich das an, als hätte man so ein riesiges schwarzes Loch vor sich auf, weil man einfach überhaupt nicht weiß, wohin mit den Gedanken. Man kann das nicht so gut sortieren und man glaubt irgendwie, dass man gefühlt mit einem Fuß schon im Grab steht. Für mich ist es vielmehr so ein
ja, so ein Signal zum Aufwachen, ein bisschen bewusster zu leben, das Leben auch ein bisschen bewusster wahrzunehmen, auf sich selber mehr aufzupassen. Ich meine, gerade wenn man jung ist, denkt man sich, ach, die Konsequenzen trage ich, wenn ich älter bin, das hat noch Zeit, aber es ist nicht das Ende des Lebens. Einen gut eingestellten Zucker, die kleine Stellschrauben im Leben, die man im Alltag verbessern kann, das reicht schon, das hilft und trotzdem büßt man nicht an Lebensqualität ein. Ist es auch teilweise dann schon über den oder das Gespräch über den Diabetes hinaus, also dass man dann auch schon mal engere Bande mit dem einen oder anderen schließt, den man dann quasi darüber auch kennengelernt hat? Und also halt natürlich auch geht man in den Austausch und unterhält sich gerne auch mal über eine Reise, die demnächst ansteht oder die man hinter sich hat, aber primär ist es schon so, dass man sich eher über aktuelle Behandlungsmethoden austauscht oder wie es halt bei einem läuft und so. Und dafür ist die Community auch da, die soll ja auch Energie, positive Energie schaffen und unterstützen, was man im Alltag vielleicht auch selber nicht so privat von Kollegen oder der Familie und Freunden bekommt, weil die anderen halt einfach auch nicht in den Schuhen drin stecken. Also ich würde gerne an die Politik appellieren, dass man doch mit den Routineuntersuchungen, die hier ab 35 Jahren eigentlich erst starten, wieder wesentlich früher ansetzt. Ich meine, als Kind ist es ja gang und gäbe, dass man verschiedene U-Untersuchungen hat. Die letzte hat man, glaube ich, im Alter von 10, 11 Jahren. Bis zu 35 ist halt echt eine lange Zeitspanne, in der halt wirklich viel passieren kann. Diabetes ist die Folge von jahrelanger Insulinresistenz. Das ist leider durch normales Blutbild nicht ersichtlich, weil der HbA1c-Wert halt in dem Sinne auch nicht hochgehen würde. Das heißt, selbst wenn man ein Blutbild erstellt, würde das im ersten Moment gar nicht auffallen. Da muss man wirklich tiefgründiger schauen. Ich glaube, einmal mache ich mich jetzt noch zum Affen und teste es nochmal. Aber ich habe da Zweifel, ob ich das in 2 Monaten so hinbekommen würde. Meine Botschaft an Menschen mit Diabetes Typ 2 wäre, dass es nicht das Ende der Welt ist. Also wenn man sich gründlich informiert, ein gutes Diabetesmanagement drauf hat, kann man viele Folgeerkrankungen vorbeugen und trotzdem weder an Lebensqualität einbüßen noch an Freude.